Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde, zu einer neuen Ausgabe, zur neuesten Ausgabe eigentlich in der neuen Saison hier vom Niners Timeout aus der Geschäftsstelle. Bei mir ist wieder der Steffen, der Geschäftsführer, und Sven, der Vizepräsident. Und wir melden uns ja mit jeder Menge News. Ich weiß ja, dass ihr schon lange auch darauf gewartet habt. Und in den letzten Tagen gab es natürlich auch einige Neuigkeiten, neuer Spieler noch. Es hat sich was auf dem Trikot getan. Und natürlich gab es auch das erste Testspiel. Steffen, und über das wollen wir gleich mal als erstes reden. Am Wochenende gegen Nymburk, immerhin tschechischer Meister und Champions League-Teilnehmer. Ein sehr deutlicher Erfolg am Ende, 89-72. Das erste Testspiel, was war dein Eindruck? Ich konnte es ja anders als du nicht live sehen. war sehr zufrieden mit dem, was wir da gezeigt haben im ersten Testspiel. Es war schon ein bisschen Anspannung da, glaube ich auch. Rodrigo war zuversichtlich, das, was er im Training gesehen hat, hat ihm schon viel Freude gemacht. Dass wir dann so dann doch grundsolide da durchgelaufen sind, das war so nicht zu erwarten und hat uns positiv überrascht. Was hat dich am meisten vielleicht auch begeistert oder überrascht? Du hast es dir an ein paar Szenen nochmal angeschaut. Ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut, genau. Na klar, danach. Wie wir zusammenstehen so als Mannschaft, wie sich die neuen Spieler auch schon integriert haben. Die Stimmung ist gut, hoch wettbewerbsfähig. Die Spieler, die da sind, die wollen viel erreichen, die da geblieben sind, sowieso. Ich glaube, wir haben da eine spannende Mischung zusammen. Und ja, da geht sich das aus, was man sich vorgestellt und gewünscht hat. Waren ja dann doch einige Leute so langsam dann nervös im Umfeld. Ihr ja auch. Nein. Nein, und das macht natürlich viel Freude, weil Franz gespielt, Darian, Atkins haben ja schon da ihren Stempel aufgedrückt. Gerald. Isaiah, nicht zu vergessen, ne? Haben wir noch geschont. Mhm. Der wird dann hoffentlich gegen Braunschweig mit auflaufen. Nelson wird hoffentlich zurückkommen. Das werden wir jetzt diese Woche noch nicht sehen, die erste nächste. Und dafür war das schon echt gut, ne? Mhm. Ja. Muss ich auch sagen, aber auch zum Beispiel Malte und so. Also egal eigentlich, auch Jonas muss man ja auch nochmal erwähnen, wo ja nicht ganz klar war, wo er steht nach der Operation. Ja, gerade da ist auch viel gut gegangen und richtig gegangen. Ne? Es geht ja nicht immer alles, sagen wir mal, in den optimistischen Prognosen aus. Gerade auch was Jonas angeht, da hatten wir da schon jetzt mit einer längeren Rückkehrzeit gerechnet. Er hat top gearbeitet über die letzten Wochen, Monate. Und ja, jetzt Rhythmus aufnehmen, weiter. Also da freue ich mich sehr, gerade so mit Jonas, dass er uns da jetzt schon fast bei 100% zur Verfügung steht. Das ist schon toll. Aber wie gesagt, auch alle anderen, also wir wollen da gar keinen besonders herausheben. Es gab natürlich ein paar Highlights, aber die ganze Mannschaft hat eigentlich super begeistert am Samstag und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Du hast es angesprochen, Steffen, zwei Spieler waren noch nicht dabei. Zum einen Nelson Weidemann und dann natürlich Gerald Robinson. Das ist der letzte Neuzugang, der Point Guard sozusagen des Teams. Die Verpflichtung, die am längsten hat auf sich warten lassen. Wie zufrieden bist du, dass er es geworden ist? Ich bin sehr zufrieden. Das war unser absoluter Wunsch, dass wir Spieler wie Franz und Jared auf den Backcourt-Positionen haben, die mit ihrer großen Erfahrung trotzdem noch gesunde Körper, trotz des schon höheren Alters und vor allen Dingen dem Willen und dem Biss noch was zu erreichen. Da gehen natürlich so immer so drei Faktoren zusammen. Das ist nicht so ganz so einfach, die übereinander zu legen. Da sind wir super happy. Wir brauchen Geduld. Das sind natürlich Spieler, für die es Chemnitz nicht unbedingt erstmal die erste Adresse ist. Auch weil wir keinen europäischen Wettbewerb spielen, etc. pp. Da ist sehr viel Überzeugungsarbeit und auch Geduld gefragt. Und deswegen war auch dieses Jahr die, vielleicht für euch da draußen, vielleicht auch für uns drin, die Signing Period, wie man so schön sagt im Neudeutsch, dann doch hat länger gedauert. Ne? Das ist aber halt das Gesetz des Marktes und wir wollten daran festhalten. Wir hatten den Plan, das so zu machen. Wir sind super happy, dass sich da letzte Woche dann der Kreis geschlossen hat. Und nach den Rückmeldungen, die wir vom Coaching-Stab auch haben, auf der Mannschaft, die ersten Trainingseinheiten, die Jared mitgemacht hat, geben Grund zur Freude. Und vielleicht sehen wir ja dann am Wochenende beim nächsten Testspiel. Ja. Ne? Ich glaube, er will auch spielen. Er brennt. Ich glaube auch, er hat auch den Eindruck, er war sehr unruhig. Ja. Am Samstag wollte schon dabei sein, aber das ging natürlich erstmal zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt würde ich das Kapitel Mannschaft erstmal abschließen. Da können wir auch dann im Laufe der nächsten Ausgaben immer noch mal punktuell auf den einen oder anderen neuen oder eben auch dagebliebenen Spieler eingehen. Einen wichtigen Punkt will ich aber ansprechen, eigentlich für uns mit der wichtigste, nämlich
Das ist das Trikot. Ja. Da hatten wir ja letztes Jahr diesen wunderbaren Schriftzug Unfinished Business drauf, der natürlich zum einen von unserem wundervollen Film herrührt, dessen Titel er ja auch trägt, aber eben natürlich auch ein bisschen das zeigt, was da eben noch ein Unfinished Business war. Auch da gibt es Vollzug. Ich halte es mal hoch. In dem Fall hier unser übrigens nagelneues rotes Saisontrikot. Wir haben ja immer drei Farben, schwarz, weiß und rot. Die Niners-Fans kennen das. Das ist das rote, hier im Fall von Wimberg, von Niklas. Und hier vorne sehen wir es, Staffbase, der neue Trikotsponsor der Niners. Sag was dazu, Steffen. Ja, es ist großartig und Staffbase unterstützt uns ja jetzt schon im dritten Jahr, was es jetzt wird. Und das zeichnet, oder das ist für uns auch eine Ehre, dass Staffbase ihr Engagement so ausgebaut hat, dass sie quasi dann auch unser Trikot zieren. Ist auch Verantwortung für uns, nicht nur für Staffbase, auch für alle anderen Sponsoren, ganz wichtig. Aber das ist auch für uns natürlich schon ein großer Schritt gewesen, dahin zu gehen und wird ein struktureller Baustein, ein weiterer. Und wir hoffen, dass das die Fortsetzung einer tollen Partnerschaft ist. Wir geben sowieso immer unser Bestes und wollen, sagen wir mal, euch und uns und die Stadt da draußen gut präsentieren. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass wir das mit so einem erfolgreichen Unternehmen wie Staffbase tun können und für Staffbase tun werden. Mhm. Also man kann so sagen, schon ein Meilenstein auch, ne? Also in der Entwicklung der Niners auch jetzt mit diesem Sponsor hier von drauf. Ja, das ist natürlich, ne, da kommt man dann halt in so einen Bereich, gerade wenn man dann irgendwo erste Liga spielt in einer relevanten Ballsportart, da ist das auch nicht ganz einfach, solche Partner dann in den Regionen zu gewinnen. Und das ist jetzt nicht nur ein regionales Commitment, was man macht, da verbergen sich auch Erwartungen dahinter, die dann beidseitig zu erfüllen sind. Aber für uns ist es eine tolle, tolle Geschichte. Staffbase passt super gut zu uns, ja. Auch von der Kultur. Alle Grenzen sprengen, die man sich vielleicht selbst auferlegt. Und und wir sind froh und dankbar. Absolut. Also wer Interesse hat, schaut wirklich mal nach im Internet. Googelt das mal, lest euch mal durch. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Made in Chemnitz, die mittlerweile weltweit oder um die ganze Welt geht. Ein tolles Unternehmen. Und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat mit dem Trikotsponsoring und hoffen natürlich auf eine gute Saison. Nicht nur die Staffbase-Leute, auch wir alle im Umfeld natürlich hoffen auf diese gute Saison mit Zuschauern natürlich. Auch da gab es in den letzten Tagen, ihr wisst das dann, nachdem es wirklich noch viele, viele Abstimmungen gab und Covid-bedingt und den ganzen Bestimmungen nach eben auch noch viele Dinge zu beachten waren und weiterhin sind, die gute Meldung: Wir werden vor Zuschauern spielen, auch versuchen, die Halle so gut wie möglich zu füllen. Erstmal vielleicht auch aus deiner Sicht, Steffen, auch da ist ja die Arbeit losgegangen. Der Dauerkartenvorverkauf läuft übrigens wahnsinnig gut. Vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sachen sagen. Naja, das ist natürlich jetzt nach anderthalb Jahren auch ein schönes, schönes Thema. Und Glas halb voll. Natürlich sind wir noch nicht irgendwie schmerzfrei durch alles durch. Ne? Dafür gibt es schon noch Fragezeichen oder Unsicherheiten. Was uns froh stimmt, das eint uns ja irgendwie in der ganzen Sportwelt und Veranstaltungswelt, dass es jetzt tatsächlich diese positiven Signale gibt, die sich auch in den entsprechenden Verordnungen bundeslandübergreifend materialisieren. Wir sind alle extrem aufgeregt und können es eigentlich nicht erwarten, dass wir mal das, was hier eigentlich so Brot und Butter ist für uns, mit euch dann gemeinsam wieder in den Hallen zu sein, ob das bei den Heimspielen ist, wenn wir dann auch in die Auswärtshallen fahren. Und da ist ja schon, ja, das war wie Tequila ohne Salz oder Zitrone. Ne? Also das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Wir freuen uns, wir sind optimistisch. Natürlich müssen noch die letzten Gespräche geführt werden, aber ich glaube, wir haben ein sehr tragfähiges Hygienekonzept entworfen mit der Unterstützung der C3 und sieht gut aus. Schaut mal so, was Leipzig da gerade macht im Handball. So ähnlich soll sich das bei uns auch darstellen. Ticketverkauf letzte Woche Dienstag haben wir gestartet. Ich meine, man kann jetzt hier noch ewig warten. Im Endeffekt wird man nicht schlauer sein.
war unglaublich, was am ersten Tag hier passiert ist, muss ich auch wirklich sagen. Trotz des strömenden Regens. Wir wussten nicht, wie die Resonanz sein wird. Mhm. Man hat ja schon eher so punktuelle Rückmeldungen. So ein großes Bild sieht man erst, wenn man durchläuft. Und hier dann so nach einem Termin vormittags hier reinzufahren und dann sehen, wie die Leute hier Schlange stehen. Nicht mehr durchzukommen. Die ganzen Gesichter, die man seit einem Jahr nicht gesehen hat. Aber auch halt tolle Vorfreude. Ne? Jeder hat seine Geschichte. Mhm. Matthias kam ja aus dem Reden gar nicht raus. Ich glaube, da braucht er dann Halsbonbons am Abend. Das war schon große Klasse. Und Ticketing-Abteil haben wir gemeldet, wir werden einen neuen Rekord aufstellen, was Dauerkarten angeht. Und das ist ja ein positives Zeichen. Das werden wir jetzt natürlich nicht sagen. Also wir waren auf jeden Fall immer über 1000, aber mal gucken, wo der Rekord dann hingeht. Wir sind da ganz gespannt und freuen uns natürlich über jeden, der Bock hat auf Basketball. Wir auch, das kann man sagen. Es ist jetzt, man merkt das auch, das Kribbeln ist da mit euch zusammen, mit den Fans, mit den Sponsoren, die wir auch bald wieder hoffentlich zahlreich zurück begrüßen können bei uns in der Halle. Freuen wir uns eigentlich wirklich auf den Saisonstart. Und das Schöne ist, Steffen, ist ja nicht mehr lange hin. Nee, ist nicht mehr lange hin, ne? Zwei Wochen noch, ich rechne gar nicht, aber Ende September, Bundestagswahl, einen Tag vorher geht's los. Ja, also das ist so, kann man es kaum erwarten, bis das erste Spiel so losgeht. Ich glaube, das Office ist aber ein bisschen zweigeteilt. Ja, es ist ja könnte gerne noch so ein, zwei Wochen länger dauern. Nee, das ist aber jedes Jahr, das ist immer so. Und ist halt jetzt Momentum aufgenommen, aber ist auf den Kulminationspunkt zu und am 25.09. geht's los mit dem Heimspiel. Oldenburg und dann Pokal gegen Ulm. Schöner kann es eigentlich auch gar nicht sein, auch ein Heimspiel. Ich glaube, jetzt haben sie aber nochmal den Spielplan umgestellt. Ich glaube, wir spielen jetzt noch in der Woche davor in Hamburg auswärts. Okay, gut. War jetzt so ein bisschen Wermutstropfen. Ich sehe gerade von hinten wird genickt aus der Abteilung, ja, also das kommt dann noch dazu, ja. Okay, aber wie auch immer, wir freuen uns endlich wieder loszulegen, können es kaum erwarten. Nächste Woche dann, oder jetzt am kommenden Wochenende dann der nächste Test gegen Braunschweig. Das können wir vielleicht auch nochmal sagen, auch wieder in Chemnitz. Das werdet ihr natürlich dann alles auch erfahren. Und bald gibt es dann auch News, wenn ich mal nach hinten schaue, hier auf unsere kleine Auswechselbank, unsere Merchandise-Ecke. Das ist ja noch ein bisschen überschaubar, aber auch da tut sich ganz viel. Es sind schon ein paar neue Sachen, wie ihr vielleicht seht. Also die eingefleischten Fans werden das wissen. Da hängen schon ein paar neue Sachen. Da wird es noch ganz viel neuen Stuff geben. Auch da, glaube ich, Ende des Monats, ne, ich gucke nochmal nach hinten, wird dann auch spätestens der neue Shop online gehen. Lasst euch da überraschen, da kommen auch tolle Sachen. Also, es kribbelt. Geht wieder los an allen Fronten. Ich bin übelst aufgeregt, wie die Saison verlaufen wird und freue mich auf tolle Spiele mit euch zusammen, mit dir zusammen. Wird lustig. Dann habt es euch... Habt keine Hände. Ja, ich sag das, ich bin aufgeregt. Nein. Also, macht es euch schön, wenn ihr Fragen habt. Ne? Wieder Anregungen natürlich. Schreibt uns einfach rein. Ab und an hat das wirklich super geklappt. Einfach über die sozialen Medien schreiben, was ihr loswerden wollt. Wir versuchen das dann immer im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten hier in unserem kleinen Timeout zu beantworten. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye. Bleibt schön gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Timeout wieder. Dann denke ich nochmal kurz vorm Saisonstart. Bis dahin sagen Tschüssi, Steffen und Sven. Bye-bye. Ciao, macht's gut.